Hier ist jetzt Nico. Er bereitet sich mental vor auf die Beinpresse. Er war gerade 10 Minuten lang kotzen auf Toilette. Du, was hast du da gemacht? Karl, ich nehme an, du warst kotzen. Jetzt erzähl mal den Leuten da draußen, dass das Ganze hier nicht so einfach ist, wie man immer denkt. Ja, Jungs, ich sag's euch. Das ist brutal, Mann. Ist nicht mehr normal. Ich sag euch eine Sache. Die Leute sagen ja immer, es ist immer so leicht und man muss ja eigentlich nur ins Gym gehen und ein bisschen was machen, aber der Nico, ich glaube, der Nico hat gerade keinen Bock mehr auf Leben, oder? Hey, ich kann nicht mehr laufen, Mann. Komm, mach den Satz jetzt. Was, nochmal? Ja, natürlich. Nee, da sind wir fertig, jetzt komm gleich. Der hat ja drei Sätze gemacht. Was? Der hat drei Sätze gemacht. Ich will ihn leiden sehen jetzt. Also, Leute, so sieht's bei uns aus, wenn wir ein bisschen, also so behind the scenes, wir sind die krassen Amateure. Zieht euch mal Tims Kacke. Wie wir alle rumstehen und rum. Wir müssen mal ein Video machen, wie wir das filmen. Ich habe gerade eben noch ein Pic von Tim hochgeladen. Ja, also jetzt noch so ein kleines Zwischenfazit. Tim ist voll im Arsch. Also jetzt, wie sieht's aus, Mann? Du machst das Ganze jetzt seit 8 Wochen. Was war jetzt heute so der Unterschied von dem Ganzen? Ja, wir haben ja heute sozusagen einen Unterkörpersplit gemacht. Ja, Dropsets haben wir gemacht. Ja, genau, Dropsets. Also, was sind das, Supersätze? Nein. Wir haben jetzt Gewicht immer reduziert. Ja. Ey, es ist egal, ob mit Dropset oder ohne Dropset, mich jetzt verfickt, Leute. Also, was sind jetzt so ein paar Punkte, die du den Anfängern sagen willst? Was hast denn du früher falsch gemacht und was ist jetzt der aktuelle Stand? Also, Leute, wenn ihr wirklich so einen richtig guten Körper haben wollt, das ist auf jeden Fall kein Kinderspiel mehr. So sieht Karl aus. Also schon erstmal richtig trainieren. Das zweite ist. Richtig trainieren, müsst ihr euch richtig böse geben. Mann. Und das zweite ist, du bist ja vom Gewicht jetzt immer hochgegangen. Das ist also auch wichtig, dass man alles mitschreibt. Ja, ihr müsst, also, wenn ihr wirklich was Gescheites draus machen wollt, müsst ihr Protokoll finden über eure Ernährung, euren Trainingsplan, eure Gewichte. Ihr müsst hochgehen vom Gewicht, ihr müsst hart trainieren. Jetzt sich deine Ernährung jetzt verändert. Wie waren die denn am Anfang? Was war denn so der zweite Schritt und so weiter und so fort? Also ich habe erst einfach mal nur meine Ernährung so weit umgestellt, dass ich kein Fastfood und so ein Zeug mehr gegessen habe, dass ich halt geschaut habe, dass ich einigermaßen gescheite Sachen esse, die meinem Körper bei der Entwicklung helfen, die halt gescheite Werte haben. Und jetzt letztens habe ich dann angefangen, mir meine Kalorien am Tag aufzuschreiben, meine Kohlenhydrate, Fette und Proteine und so weiter. Und so bildet man sich halt in dem Bereich halt fort. Ist es also richtig, wenn ich sage, dass wir am Anfang, die ersten 4 Wochen, haben wir eigentlich nur die Lebensmittel verändert? Richtig. Das heißt, um erstmal abzunehmen, sind wir nur umgestiegen auf korrekte Lebensmittel. Und erst dann im zweiten Schritt, wenn es dann ein bisschen schwieriger wird, erst dann haben wir wirklich angefangen, die ganzen Sachen zu zählen, ja? Richtig. Wie haben denn dir die Videos in dem Programm dazu weitergeholfen? Ey, im Programm ohne Spaß. Ich habe in dem Programm übel viel gelernt, Mann. Also ich hab mir die Videos reingezogen und in dem Bereich... Augenblick! Das ist jetzt ja auch null geskriptet oder so ein Scheiß. Das will ich dir nicht filmen, wie hier unten liegt. Ich liege hier auf dem Boden. Tim, film. Also, du musst jetzt hier auch keinen Scheiß. Nein, ohne Spaß. Nee, ohne Spaß. Das ist jetzt nicht, dass hier die Leute hier gleich denken, ja, der macht übel die Werbung und so, sondern es ist ohne Spaß. In den Videos sind echt richtig gute, produktive Sachen drin. Da könnt ihr echt was von lernen, was Ernährung und so weiter angeht. Also, ich fand es auch echt ziemlich interessant und ich interessiere mich auch für den Bereich. Also, es sind geile Videos, auf jeden Fall ziemlich lehrreich. Gut, dann kommen jetzt noch die weiteren Übungen, die wir heute machen. Da filmen wir jetzt noch ein paar Sachen ab. Und wie ist es denn? Hast du jetzt beispielsweise so einen Bizep-Tag, wo du einen Tag ins Fitnessstudio gehst und 4 Bizep-Übungen machst? Oder wie ist denn das nö, so? Nö. Bizeps ist immer nur, das ist ja eine, wie heißt es, Isolationsübung. Also nur eine kleine Muskelgruppe. Ja. Also da wird nur ein Gelenk beansprucht. Und Bizeps eigentlich, es gibt halt verschiedene Übungen. Es gibt Übungen, wo man explizit nur den Bizeps trainiert und es gibt Übungen, wo der Bizeps halt mit dabei ist. Das heißt, wenn ihr jetzt an einem Tag Hammer Curls macht und an einem Tag noch dann, wie heißen die anderen, wo man sie dreht? Bizeps Curls heißt Scott Curls. Concentration Curls oder Scott Curls, ja. Also da ist immer nur eine dabei, weil zum Beispiel beim, zum Beispiel beim Langhantelrudern ist ja auch Bizeps dabei. Genau, das heißt also, konzentriert euch eher auf die großen Übungen und dann wird dann auch das Gewicht schneller runtergehen. Machst du jetzt eigentlich schon Cardio? Cardio meine ich, also nur zum Aufwärmen. Ja, du hast jetzt noch gar kein zusätzliches Cardio gemacht und trotzdem innerhalb von 8 Wochen ungefähr 5 Kilo. Dann nimmt ihr übel krass ab, Ernährung ist richtig wichtig, Mann. Alles klar, also dann sehen wir uns da hier. Jo, und noch eine Sache von mir, erzähl mal ganz kurz, wie wichtig es ist, das Ganze mit System zu machen, weil das ist eine Sache, die ganzen Leute eben einfach nicht blicken wollen. Wenn du jetzt alleine hier wärst,
Karl nicht da wäre, wenn Karl nicht jetzt nicht gesagt hätte, mach jetzt noch hier einen Satz, er dir nicht irgendwie Gewicht runtergetan hätte, wenn dir keiner gesagt hätte, wie du essen sollst, wenn du, wenn dir verstehst, wo das Ganze, wenn das Ganze jetzt hier nicht stattgefunden hätte, wo wärst du dann? Dann wäre ich immer noch da, wo ich angefangen hätte. Halt, als ich euch noch nicht kannte, das bringt nicht so viel. Ihr müsst euch schon jemanden, entweder ihr müsst euch eigentlich jemanden holen, der einen Plan davon hat, der euch zeigt, wie das funktioniert, weil von alleine, da, ihr könnt einfach nicht alles rausfinden. Und dann braucht ihr auch jemanden, der euch sagt, weil wenn ihr wieder trainiert, mach noch eine Wiederholung, mach jetzt, komm, auf geht's, mach weiter. Weil oft ist es halt so, die eigene Motivation, der eigene Geist reicht halt oft nicht aus. Das heißt, ihr müsst euch wirklich jemand mitnehmen, der euch sagt, Nico, komm, bau dich jetzt ran, so wie ich gerade eben. Ich war gerade so am Arsch, ich hätte niemals von allein weitergemacht. Also gut, dann hast du da der Nico das gesagt. Ich bitte euch, macht euch einfach ein eigenes Bild da daraus. Ich probiere mal kurz aufzustehen. Kannst ja gleich spotten, ich mache jetzt 120 Kilo Bankdrücken. Wir sehen uns dann gleich, Leute. Bis dann, ciao, ciao. Eine Alltagsbewegung wirklich, wirklich involviert, ist nicht involviert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendwas nach oben greife, gut, dann ist vielleicht ein kleines Stück unter Spannung, aber das meiste fällt hier auf den vorderen Schulterkopf, auf den vorderen, auf den Seiten, ja. Hintere Schulter. Ist da jetzt minimal dabei, aber das hängt auch immer von der Bewegung ab. Also hier die Brust, die leidet da schon drunter. Der Lat leidet auch massemäßig drunter, weil der Lat jetzt auch nicht wirklich in